Unsere Zivilisation ist auf dem Weg zunehmender Beschleunigung. Doch wohin hetzen wir so schnell? Die Ängste vervielfältigen sich, die Umwelt zerbröckelt. Das Klima erwärmt sich im gleichen Maße, wie sich die Ozonschicht verdünnt. Prophezeiungen von indigenen Völkern weisen auf bevorstehende Polsprünge hin, die unsere Festplatten löschen werden. Wenn eines Tages das einst steinharte große Eis weich wird, dass du ihm einen Abdruck deiner Hand einprägen kannst, dann wird das ein Zeichen dafür sein, dass Mutter Erde in großem Aufruhr ist. Dies ist die neue Ära. Wenn wir die Anforderungen der neuen Ära nicht erfüllen, dann verlieren wir uns selbst. Das Leben verändert sich. Diesmal müssen wir uns mit ihm ändern. Im Besonderen werden die Elemente die Führung übernehmen. Die Prophezeiungen können uns durch ihre Aussagen wachrütteln und uns darauf aufmerksam machen, dass wir als Menschheit auf ein gemeinsames Schicksal zusteuern und Verantwortung für uns selbst, die Erde und alle Lebewesen übernehmen sollten. Doch wo sollen wir anfangen? Wie können wir beginnen? Du als einzelner Mensch, du, jeder von uns kann etwas tun. Wir alle können Schöpfer sein. Wir alle tragen Verantwortung für das Schicksal unseres Planeten. Wie würdest du deinen Geist einbringen? Das Schönste an der Prophezeiung ist, dass sie auf künftige Generationen blickt. Und daraus können wir alle lernen. Wir müssen daran arbeiten und wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Veränderung herbeizuführen. Dabei scheint es die größte Herausforderung zu sein, unseren Verstand mit unserem Herzen zu verbinden.